Hallo Leute und herzlich willkommen zu Folge von Pokémon Unite. Hoi! Heute spielen wir eine Runde und ich weiß noch nicht genau, wie wir spielen werden. Ich habe auch heute nicht so übertrieben viel Zeit, aber mal schauen. Je nachdem, wie lange es dauert zu laden, sehen wir uns auch gleich wieder. Oh, instant. Sehr schön. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich spielen möchte. Je nachdem, was frei ist, was ich gerade Lust habe, so. Was ich überhaupt habe insgesamt. gut. Greninja habe ich gerade keine Lust. Wir spielen mal. Wollen wir Bisaflor spielen? Bisaflor ist lustig. Er macht sehr viel Schaden, ist angenehm, ist tanky. Jo, spiel wir Bisaflor. Verteidigung. Ist er kein Verteidiger? Egal, spielen wir ihn einfach. Keine Ahnung. Ich habe ja sogar einen Skin für ihn, stimmt. Hab ich gerade vergessen. Vorbereitung. Genau. Da habe ich alles an. Will ich einen Trank haben? Ja, ich nehme einen Trank mit. Sachen dürften richtig sein und gehen wir nach oben. Auch wenn das immer niemand ansagt. Gut, jetzt sind wir gleich in der Runde wieder. Bis gleich. Okay. Mal schauen. Gegen haben wir auch einen Bisaflor. Bisaflor, was auch immer. Wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Ich gehe die Fähigkeit zuerst. Auch wenn er nicht mitkommt. Keine Ahnung. Was passiert jetzt? Wer geht jetzt wohin? Leute, wir bräuchten jemanden im Jungle und am besten noch keinen, der AFK ist. Das wäre glaube ich, sehr hilfreich. Okay, die bewegen sich sehr schön. Wir werden ganz schön schnell. Wow. Was wollen die machen? Wollen die sofort so einen Punkt scoren? Die wollen sofort fighten. Oder wie? Ich bin nicht ganz verstanden, wieso. Weil wir stellen mir gerade eher als. Alter, was ist da für Schaden? Was machen die da und wieso machen die das? Ein bisschen unverständlich für mich gerade, um ehrlich zu sein. Also es war hart unnötig. Aber gut. Wieso sind wir zu viel hier oben? Leute, was macht ihr hier? Was soll das? Okay. Ich bin ein bisschen hart verwirrt, um ehrlich zu sein. Weil die sind da zu viert oben. Und bekommen es trotzdem nicht hin. Ich bin nicht mal hingegangen. Interessant. Ich verstehe nicht ganz, was abgeht, um ehrlich zu sein. Aber gut, das passiert manchmal. Manche Spieler sind einfach so. Oh. Er ist auch hier. Sogar mehr als nur er. Gefällt mir nicht ganz, um ehrlich zu sein. Treffen wir dich mal ein bisschen. Noch ein bisschen Schaden drauf. Du siehst aber auch, dass die Endlevel über mir sind. Sondern dass die halt insgesamt auch über mir sind, logischerweise. Weil ich einfach kein Team habe. Was auch nicht hilfreich ist. Was machst du hier? Oh, was soll das denn? Komm schon! Also, wieso hat das gerade funktioniert? Wieso funktioniert das gerade? Wieso bin ich alleine? Leute, was passiert hier gerade und wieso passiert es? Es ist eine Ranglistenrunde. Wieso geht das gerade? Was machen die Menschen hier? Und wieso. Oh Gott, bitte. Lass den ganzen Crusher, bitte. Wieso kann er das so schnell machen? Verstehe ich nicht ganz. Irgendwer, bitte. Hier ist ein Skill. Heilen wir uns kurz, gehen wir rüber. Oh, hier ist noch nicht mehr die Heilteile. Ja, nee. Ich gehe mal back, I guess. Weil ich hier alleine bin und ich einfach sterbe, weil mein Team da oben gerade irgendwas macht und nicht mehr Punkte erzielt. Oder doch, der hat doch Punkte erzielt, sehr schön. Wenigstens etwas. Ja, ich kann einfach nicht viel machen. Ich bin noch nicht mehr das nächste Level. Dankeschön. Jetzt bin das schnell für ein bisschen Heilung. Ich komme nicht lange genug ran. Aber ich kann ja nicht mehr fighten. Oh, die sind da zu zweit. Okay, nee, falsche Taste. Ha, Leute, irgendwer vielleicht. Damit ich hier nicht alleine bin. Vielleicht. Den können wir sogar killen. Ah, da komme ich nicht ran. Verdammt! Seid weg. Hören wir uns kurz. Machen das. Das war close, hätte sehr viel Schaden machen können. Hören wir uns out. Nehmen wir dich mit. Ich verstehe auch nicht ganz, was hier abgeht, um ehrlich zu sein. Also mein Team macht hier. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Das ist aber hart verwirrend.
Können wir den Bieter, den Typen unten mal kurz ein bisschen fighten? Also, macht er schon, so wie es aussieht. Aber, ich weiß nicht ganz, was hier abgeht, um ehrlich zu sein. Das kurz, mach ein bisschen Flächenschaden, perfekt. Ja, ich muss auch gut spielen hier, weil wir sind ein bisschen besser. Was geht bei dir ab? Wieso passiert das alles? Machen wir hier kurz unsere Punkte dahin, unsere 30 Punkte. Die werde ich noch ein bisschen aufstocken können, weil hier noch mehr Sachen liegen als nur diese einen Punkte. Dankeschön, gib mir das bitte. Den will ich nicht fighten eigentlich. Daher, lass mich in Ruhe, ich gehe einfach weiter. Ja, ich weiß auch nicht, also bin ein bisschen gefühlt der Einzige, der hier irgendwas macht. Jedenfalls hier unten. Oh, er ist aufgelevelt. Lass mich nicht fighten, weil jetzt krittet er auch noch. Und kritten ist sehr unangenehm. Oder? Kein Problem, so wie es aussieht. Unerwarteterweise machen wir kurz das hier. Dankeschön. Gehen wir hier weg. Teilen wir uns kurz ein bisschen. Ich finde es sehr schön, was das da unten wirklich gar nichts macht. Ich bin auch wirklich stark gerade. Wir liegen in Führung, überraschenderweise. Nachdem der Anfang so unglaublich komisch war. Schaffe ich das Ganze? Ohne Probleme, komm ein bisschen näher mit mich dran, bitte. Dankeschön. Das kurz. Ist auch Ult. Warten wir kurz. War genug Schaden. Zack. Gehen wir rüber. Ja. Und Schaden ist gerade sehr angenehm. Der Typ setzt aber auch noch seine Fähigkeiten ein. Also das würde ihm sehr viel helfen. Oh, da unten müssen wir kurz dem... ich weiß nicht, wer da unten gerade ist. Ich darf den Namen gar nicht aussprechen. Und zwar falsche Taste gedrückt. War gut. Wir können das noch nicht zerstören, oder? Ganz klar. Also wirklich ein einziger Punkt. Das ist traurig. Machen wir das schnell. Das dürft ihr erreichen. Dankeschön. Und zack. Sehr schön. Hi, was geht ab? Und das kurz. Oh, wow. Ich übertreibe gerade komplett, um ehrlich zu sein. Aber doch nicht so sehr, wie ich dachte, um ehrlich zu sein. Oh, nein. Und das kurz. Oh, wow. Ja, gut, schade. Da kann ich auch nicht mehr viel machen. Er macht da irgendwas? I guess. Was geht da oben? Ich bin so verwirrt. Die haben einen Rotom bis hier unten hingepackt. Also bis zu deren Base hingepackt. Und der eine farmt da oben noch? Was zur Hölle geht hier ab? Ich bin wirklich, also härter als verwirrt. Ich hab nichts gesehen. Ich hab falsch Taste gedrückt gerade. Was ein bisschen blöd war. Ich hab gar nichts gesehen, bitte. Also es war alles nur eine Illusion. Eine komplette Illusion. Genau. Helfen wir ganz kurz da unten und können wir vielleicht absolut was besiegen. Ah, nee, ist okay. Hi. Weißt du was? Ich möchte das gar nicht tun. Lassen wir das Ganze bitte mal. Die hier sind nur zu viele Menschen, die stark sind. Hi. Nehmen wir dich kurz mit. Oh, das sind viele Punkte. Der hat sehr viele Punkte hinterlassen. Lol. Dann fighten wir dich jetzt mal kurz. Jetzt dürfte es auch gehen. Genau. Dankeschön, sehr schön. Machen wir schnell fast 40 Punkte rein. So, okay, mit ihr reicht es noch nicht ganz. Aber mein Schaden ist gerade wirklich sehr überragend. Das ist sehr krass. Vielleicht können wir auch mal kurz den Buff hier unten machen. Damit können wir ein paar Sachen anfangen nochmal. Kann mir geholfen werden, bitte. Ja, ulti das Teil, okay. Interessant, vielleicht machen wir das so, ich weiß es nicht. Aber der Schaden ist angenehm. So. Zack. Oh, was geht bei denen ab? Nein! Die Ekelhaften! Wieso waren die was so viele hier? Okay, okay, jetzt stellen wir alle gegen Zapdos, so wie es aussieht. Außer die können auch irgendwie schnell killen. Na, Abso klaut Zapdos einfach. Ne, wir haben es bekommen. Okay, sehr schön. Aber ich kann damit eh nichts anfangen, weil ich einfach tot bin. Und da oben nur das nächste Teil zerstört. Okay. Also. Kann ich bitte. Nee, warte. Was geht hier ab? Lass mich bitte rüber. Dankeschön.
Vielleicht können wir Absol... Oh, das ist mehr als eine Absol. Halt, stopp! Das geht jetzt hier nicht ab. Okay, danke schön. Schaffen eine Minute erst. Das dürfen wir auch schaffen. So ein bisschen was, ein paar Punkte reinhauen. Glaube ich jedenfalls. Ich habe auch meine Ult. Damit kann ich recht viel anfangen gerade. Und welche Punkte würde ich in die Base reinmachen, ist ja durch doppelte Punktzahl. Das heißt, wir dürften das gerade überragend gewinnen, wenn ich schnell genug bin. Komm schon. Oh, du! Du Kacktyp! Hasse dich. So, jetzt aber bitte. 50 Punkte. Alter, sind das viele Punkte. Wo sind die Gegner? Sind die wirklich in der Base AFK oder was? Ja, ach so, zwei von dieser AFK. Das tut mir irgendwie hart leid für die. Ist ja so ein Kack-Move. Also wirklich, das tut mir hart leid für die. Sowas ist ja wirklich kacke. Ah, gut, win is win. Natürlich happy drüber. Okay, er macht das. Ja, also würde ich die, dass die noch nicht mal mehr aus der Base rauskommen. Ein bisschen hart verrückt. Ein bisschen hart verrückt, um ehrlich zu sein. Aber gut. Das war angenehm. Schön, dass wir es geschafft haben. So. Ich überlege, ob ich noch eine Runde machen möchte. Das war halt wirklich sehr lustig. Ich habe sehr viel Schaden gemacht. Wir dürften gerade so überragend gewonnen haben. Na. Also ich habe die meisten Punkte gemacht. Nicht, ich war beim MVP. Ich habe nicht die meisten Punkte gemacht. Ich habe knapp, das wäre bald gewesen. Wäre auch hart verwirrend, was abgegangen ist, um ehrlich zu sein. Aber ich habe schon mal am meisten unterstützt und so weiter. Und ja. Yay, nichts gewonnen. Bin ich aufgestiegen dadurch? Ich weiß es nicht. Doch, bin aufgestiegen. Level, sehr cool. Itemverstärker. Yay. Sehr schön. Dann... Nee, ich habe heute nicht viel Zeit. Das heißt, eine Runde reicht für heute. Morgen kommt wieder Smite und so weiter. Vielleicht kann ich nächsten Tag auch noch mal eine weitere Runde reinhauen, je nachdem, wie gut das Ganze läuft. Na gut, dann würde ich aber sagen, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, also würde mich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet, also Like da lassen und sowas. Jo, ihr könnt mir gerne auch eine Freundschaftsanfrage schicken, falls das wollt. Ich heiße auch hier in dem Spiel Metist oder M-E-T-I-S-T, nee, oder H. Jo, dann danke schön fürs Zuschauen. Passt euch auf und schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.